Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe heute wieder einen unfassbaren Plan, okay? Heute wird hoffentlich einer der größten Fortschritte in der letzten Zeit gemacht. Ich bin aber der Meinung, wir schaffen heute definitiv nicht alles. Also wir werden noch nächste Folge daran bauen. Aber heute wird die Wither-Skeletten-Farm angefangen. Einer der für mich wichtigsten Farmen, weil es halt Beacons für immer gibt und Kohle und Knochen, was halt übelst OP ist. Also wirklich dieses richtig kranke OP. Zumal ich halt Beacons übelst viel brauche, weil ihr wisst ja, wir bauen hier auf einer sehr, sehr großen Fläche. Und deswegen sind die Beacons halt einfach dieses andere 10 von 10, was auch echt sinnvoll ist. Ich habe schon einen Plan, aber zuerst mal, ich hab mir zum allerersten Mal eine Liste gemacht, wo drauf steht, was wir alles brauchen. Also erstmal, wir müssen unbedingt Schildkröteneier ranbekommen. Ich habe noch nie Schildkröten gepaart. Ich werde mir gleich erstmal ein Tutorial dazu reinziehen und hoffe, dass es dann irgendwie funktioniert. Außerdem brauchen wir eine ganze Menge Hunde. Die müssen in den Nether und im Nether müssen wir die dann ordentlich integrieren, so wie bei der Creeper-Farm, die wir gebaut hatten. Und dazu kommt ja, dass wir dann definitiv nochmal ins End müssen. Denn im End ist ja unsere Wither-Wosen-Farm, die ich extra hierfür gebaut habe, damit wir dann die Wither-Skeletten-Farm bauen können. Da müssen wir ein paar Wither-Wosen holen. Und sonst sollte eigentlich alles machbar sein, beziehungsweise alles zusammensuchbar sein. Sowas wie Teppich, Gras, Glas, Eisengolems, Eisen an sich, ein bisschen Holz und sowas, halt eigentlich nichts Besonderes. Außerdem seht ihr es ja, wir haben 79 Level. Ich habe wieder alles repariert, was wir hier an Picken haben, damit wir für zukünftige Folgen damit auch gewappnet sind. So, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg. What the fuck, warum laden die Chunks nicht? Ah ja, moin, einfach nur 9 Chunks eingestellt. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und suche mir mal irgendwie Schildkröten und hoffe, dass ich die gepaart bekomme und so. Los geht's, einfach los. So Leute, ich habe es jetzt hier geschafft. Wir haben jetzt hier 2 Schildkröten in einem viel zu großen Gehege eingesperrt, erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob die so Eier legen, um ehrlich zu sein, aber, ja, wir brauchen noch eine Schere. Denn man braucht ja eine Schere, um hier dieses Seegras abzubauen, um die zu paaren, und die habe ich noch nicht. So, und da haben wir das Eisen und die Schere haben wir jetzt auch. Bedeutet, wir gehen nochmal schlafen, holen uns ein bisschen Seegras und rein theoretisch müsste ich jetzt das machen können und das hier und hoffentlich kommen dann die Schildkröten irgendwie zusammen. Ich weiß doch nicht, ob die überhaupt zusammenkommen jetzt, also hallo. Ich hole einfach schnell noch eine. So, aber jetzt müsste ich so machen können und so und jetzt müssen die Liebe machen. Leute, es ist soweit. Dramatische Musik und gleich haben sie es geschafft. Los, komm. Haben sie jetzt schon Liebe gemacht? Oder müssen sie nochmal machen? Nee, der eine hat gar nicht. Hä? So, hier haben wir jetzt nochmal 2 eng beieinander. Die müssen doch jetzt... Können die jetzt Liebe machen? Ja. Jetzt haben sie... Oh, geht's los. Ah! Was macht sie? Hat sie es rausgepresst? Was passiert? Geh mal da weg. Ja! Da ist es, Leute. Da ist es. Das brauchen wir jetzt hier, glaube ich. Geh mal hier weg, kleine Schildkröte, bitte. Bleibt sie jetzt hier drauf, bis die Eier schlüpfen oder was? Jetzt Behutsamkeit und jetzt müsste ich es so machen können. Ja, das brauchen wir. So, davon brauchen wir jetzt sehr viele. Viel zu viele eigentlich, aber ja. So, und die letzten Eier, die Zäune habe ich jetzt gerade schon abgebaut. Die Schildkröten sind wieder frei, können wieder ihr entspanntes Leben leben. LOL, da ist eine Biene. Hallo. Das ist die erste Biene, die wir jemals hier gesehen haben. Das ist sehr cool. So, und wieder zu Hause zurück angekommen mit 28 Eiern mehr. Das ist sehr gut, das wird auch definitiv reichen. Wir machen jetzt die Vorbereitungen. Ich werde mir jetzt all den Stuff in Sugarkisten zusammensuchen, den wir brauchen für die Wither-Skeletten-Farm. Und danach, da hat gerade voll der Eisengolem einen Mob weggeklatscht. Danach machen wir uns ab in den Nether und suchen uns den passenden Spot. Ich lasse mal 4 Schildkröteneier hier, dass falls wir sie fortpflanzen können, hier und sie hier ausbrüten können, wir das auch machen können, dass wir halt Schildkröten dann auch hier direkt vor Ort haben, falls wir mal wieder Schildkröteneier, warum auch immer, brauchen sollten. So, aber ich würde sagen, ich mache jetzt die Vorbereitungen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So Leute, nach sehr, sehr vielen Planungen und Überlegungen habe ich jetzt alles zusammen. Es ist so viel Stuff, also wirklich so unfassbar viel Stuff. Ich bin der Meinung, wir werden heute definitiv noch nicht fertig. Wir werden nächste Folge, denke ich, auf jeden Fall noch ein bisschen was machen müssen. Aber ich habe vor, heute schon mal diese Spawn Protection zu bauen und die erste Main-Plattform. Und dann halt nächste Folge im Prinzip die komplette Technik und alles. Ich habe hier jetzt auch Feuerzeug und alles dabei, falls wir uns im Nether verlaufen sollten, wir immer wieder rauskommen. Das Glas zu traden und alles, das hat wieder so unfassbar lang gedauert. Ihr habt wahrscheinlich auch die Time-Maps gesehen, wo ich kurz mal Sand gefarmt habe. Aber letzten Endes ist es jetzt auch relativ egal. Ich muss halt sagen, ich bin heute überhaupt nicht in Redestimmung so richtig. Keine Ahnung, ich habe so... Diese Elytra ist so unvorhersehbar. Holy shit. Es ist ja so unlogisch. Ja, aber keine Ahnung. Ich wollte nochmal erwähnen, dass ich halt überhaupt nicht in Redestimmung bin, so richtig. Schon vor dem Aufnehmen dachte ich mir so, ach Bruder, gerade gar keine Lust zu reden. Weil ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal hat man einfach nicht so die Lust, viel zu erzählen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Übrigens, der Hauptpunkt war es jetzt eigentlich, in den Nether zu gehen und erstmal zu suchen nach einer Festung, wo es halt relativ geeignet ist, dass wir auch, die Spawnflächen, die wir haben, abdecken können. Ich hoffe wirklich, dass der Stuff jetzt nicht despawnt. So, ich hoffe mal, hier liegt nicht noch irgendwo was, aber eigentlich habe ich alles aufgesammelt, außer da dieses Wooden Flash, was da liegt. Aber um mal ehrlich zu sein, ich bin doch wirklich nicht jetzt besonders krank aufgeklatscht, oder? Nee, ich verstehe diese Tode immer wieder nicht. Es macht man, also wirklich, es macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Naja. Wir gehen jetzt in den Nether, damit wir gucken können, weil ich habe eine Festung im Kopf. Das ist nämlich auch genau die hier. Vielleicht ist sie sogar gleich perfekt eigentlich. Nee, hier ist viel zu viel Fläche. Also Leute, für euch zur Info, wir suchen dieses Abteil der Festung. Nur halt am besten so, dass man nicht überall hier irgendwas rum hat. Da muss ich halt, habe ich halt weniger Arbeit, wenn wir so ein Teil nur in einer besseren Festung halt finden. Theoretisch, wartet mal ganz kurz. Ja, ich wusste doch von Anfang an, dass diese Koordinaten uns nochmal helfen können. Das ist halt über 2.500 Blöcke weg. Und da dann halt den Weg hinzubauen, etc. Wir suchen erstmal so, vielleicht finden wir irgendwo relativ nah am Spawn gelegene Festung, die halt gut dafür ist. Leute, daher, dass ich jetzt wirklich schon eine ganze Weile rumfliege und einfach in diesem Nether scheinbar keine Festung, die irgendwie relativ nah am Spawn ist, funktionieren würde oder gut wäre dafür, was ich vorhab zu bauen, fliege ich jetzt mal zu der Festung, die ich hier noch habe vom letzten Mal und schau mal, wie die aussieht, ob wir die präparieren können. So, Leute, hier wäre die Festung, von der ich geredet habe. Da würde ich dann zum Beispiel die Farm bauen. Da, in der Mitte im Prinzip von diesem Viereck, okay, da könnten wir die Farm bauen und dann müsste ich halt so um 128 Block umkreist drumrum alles, also wirklich alles mit Half-Steps versehen, dass sie halt wirklich nur hier spawnen können und dass alles hier drauf konzentriert wird. Das ist heute, das ist ab jetzt eigentlich die Mission. Ich werde mir hier jetzt gleich den Block noch markieren. Danach werde ich erstmal eine kurze Aufnahmepause machen und was essen, lol. Und dann seht ihr in der Timelapse, wie ich hier schon mal alles drumrum ausdichte mit Half-Slabs. So Leute, das hier wird der Punkt der Hauptpunkte, wo dann alles beginnt. Wir kümmern uns erstmal hier außenrum alles abzudichten und danach um den Bau hier. Naja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir dichten jetzt wirklich alles erstmal ab. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. Bis gleich, Leute. The cabins and grounds and do little errands for my mother. The ones she allows I might be capable of doing. And you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Scrub's checking me and his game is kinda weak. And I know that he cannot help
approach me, cause I'm looking like glass and he's looking like trash. Can't get with no deadbeat ass. Oh, no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time. Private traps. If you have a shorty but you don't show love, we're clamped in and none of us can ever get out. Zurück aus der ewig langen Timelapse. Ich glaube, das war die längste Timelapse, die wir jemals gemacht haben. Falls ich mich ein bisschen anders anhöre als sonst oder weiß ich nicht was. Ich war gerade Fahrradfahren und habe davor schon das Video für heute das Video, was ihr jetzt gerade seht, geschnitten. Und nehme jetzt im Prinzip hier noch die Abmod auf, um euch mal ein bisschen was zu zeigen. Ihr seht, die Timelapse war ultra lang. 5 Stunden haben wir hier aufgenommen. Fucking 5 Stunden, Digga. Und ihr habt es auch in der Timelapse gesehen, wir haben eine ganze Menge geschafft, aber auch noch eine ganze Menge vor uns. Hier, wir haben die komplette Festung im Prinzip vom Spawnbereich her ausgemetzt. Selbst der Innenraum hier, der ist komplett befreit von irgendwelchen Spawning Raids. Hier wird nie wieder irgendwas spawnen. Und wie ihr seht, da hinten habe ich mich auch schon dran gemacht. Das ist auch für die Teile der Nether-Umgebung, kann man das so sagen, zu machen. Ja, da haben wir jetzt zwar augenscheinlich schon eine ganze Menge geschafft, aber ich bin hier mal rumgeflogen und habe gesehen, dass der Ort, den wir ausgewählt haben, doch nicht der beste ist, weil, wie ihr hier oben seht, das hier oben muss alles abgedeckt werden. Also hier ist noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Hier muss alles abgedeckt werden. Außerdem muss dieser ganze Bereich abgedeckt werden. Auch ebenfalls dann das, was hier oben spawnen kann, muss abgedeckt werden. Wir haben noch ganz viel vor, aber ich denke mal, in der nächsten Session, wo ich aufnehme, schaffe ich das. So, außerdem war ich zwischendurch einmal im Prinzip außerhalb des Nethers und habe nochmal einen neuen Bruchstein geholt, eine ganze Menge. Und dann hoffe ich mal, dass wir nächste Folge hopefully die Farm beenden können. Das wäre natürlich das Beste, was passieren könnte. Also wenn wir nächste Folge wirklich schon damit fertig sind, dann Chocuzel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 17 Uhr in 3 Tagen. Bis dann und ciao, meine Freunde.